Nach dem Tsunami gibt es wieder ein bisschen Hoffnung an den Aktienmärkten, weil die Notenbanken wohl ein bisschen intervenieren werden. So zumindest die Hoffnung der Aktienmärkte. Und in der Tat, wir hatten ja Ankündigungen, Aussagen der Bank of Japan, aber vor allem der Fed. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und diese Ankündigungen sind es, die die Aktienmärkte stabilisieren. Man könnte formulieren, dass die Lemminge sich an ihre Konditionierung erinnern. Lauf immer hinter der Notenbank her, tu immer das, was die Notenbank sagt, nämlich Liquidität heißt steigende Kurse, Entziehung von Liquidität heißt fallende Kurse. Und wenn die Herrschaften bei den Notenbanken jetzt sagen, naja, wir sind bereit, wir stehen bereit, dann heißt das Liquidität. Wir können dann mal ein bisschen vergessen, was eigentlich drumherum geschieht. Schauen wir uns hier die Aussagen der Notenbanken an. Am Freitag war es so, da ist das Ganze, dass die Fed, die amerikanische Notenbank, gesagt hat, ja, die Fundamentals der US-Wirtschaft, die bleiben stark. However, also trotzdem, das Coronavirus hat offenkundig leichte Probleme verursacht. Wir beobachten die Entwicklung sehr, sehr genau und sind bereit, to act as appropriate. Act as appropriate heißt im Notenbanker-Sprech der Fed fast immer Zinssenkung kommt oder es ist praktisch indirekt eine Zinssenkung. Ähnlich hat es heute Nacht die Bank of Japan getan und das ist der Grund, warum wir eigentlich dieses negative Gap, das wir heute nach dem asiatischen Handel gerissen haben, mehr oder weniger egalisieren können. Die asiatischen Aktienmärkte überwiegend im Plus. Der Liquiditätsversprechen der Notenbanken sei Dank. Aber schauen wir uns mal hier zum Beispiel Jim Cramer an, der Börsenclown von CNBC, der sonst, naja, ziemlich amerikanisch ist, um es mal so zu formulieren. Der sagte hier, wir haben es hier mit einer biologischen Krise zu tun. Es ist nicht eine finanzielle Krise. Und genau das ist sozusagen das leichte Mismatch, das jetzt besteht. Mismatch in dem Sinne, dass sozusagen das nicht kongruent ist. Wenn zum Beispiel eine Finanzkrise ist, wie wir sie ja in den Jahren 2008, 2009 erlebt haben, dann kann eine Notenbank eben mit gezielten Maßnahmen auf solche Krisensituationen im Finanzsektor reagieren. Jetzt haben wir eine biologische Krise. Wenn da Lieferketten praktisch gesprengt werden, wenn da Angebot kollabiert, wenn Nachfrage kollabiert, was sollen die Notenbanken tun? Durch Zinssenkungen irgendwie die Nachfrage stimulieren? Wie soll das funktionieren? Ein anderer CNBC-Moderator hat gesagt, ja, würden Sie jetzt etwa überlegen, ob Sie einen Stadionbesuch machen beim Football, nur weil der Leitzins 0,25 oder 0,5% tiefer ist, ja oder nein? Das zeigt so ein bisschen das eigentliche Problem, diese Inkongruenz zwischen dieser biologischen Krise und der Notenbanksituation oder der finanziellen Krise, die jetzt die Notenbanken adressieren wollen. Ob das gelingen kann, das ist die große Frage. Die Lemminge stehen nun vor der großen Glaubensfrage. Die Allmacht der Notenbanken ist das erste Mal so ein bisschen erschüttert worden, weil wir hier einen völlig anderen Krisenverlauf haben, weil wir es nicht mit einer Finanzkrise zu tun haben, sondern mit einer biologischen Krise. Und das heißt auch, dass die Notenbanken dennoch wahrscheinlich weitgehend machtlos sind. Schauen wir uns mal an, warum wir heute im asiatischen Handel so stark runtergekommen sind. Das war einer der zentralen Gründe, war der völlige Kollaps der chinesischen Einkaufsmanager-Indizes. Verarbeitendes Gewerbe 35,7, das ist der schlechteste Wert ever, also noch viel schlechter als hier in der Finanzkrise. Dienstleistung sogar noch tiefer, unter der 30er Marke mit 29,6, das sind Werte, die man noch nie gesehen hat. Heute Caixin Einkaufsmanager Index auch deutlich schwächer als erwartet. Wir haben heute übrigens dann die ISM-Zahlen, also praktisch den Einkaufsmanager-Index aus den USA, der zuletzt gut war. Und wir haben heute auch einen überraschend guten Einkaufsmanager-Index aus Australien gesehen. Wir hatten zuletzt auch gute Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland etc. Der Grund dafür sind die längeren Lieferzeiten. That's it, die neuen Orders gehen zurück. Im Grunde sind das alles Alarmzeichen, die da sind. Nur die längeren Lieferzeiten dieser Einkaufsmanager-Indizes sind so gestrickt, dass man sie so konditioniert hat, dass man gesagt hat, okay, längere Lieferzeiten heißt viel Nachfrage, die kann kaum bedient werden. Deswegen, wenn die Lieferzeiten länger sind, dann erhöht das den Einkaufsmanager-Index-Wert. Das ist aber hier eine völlig andere Geschichte. Die längeren Lieferzeiten entstehen, weil das Angebot kollabiert ist. Dementsprechend können die Firmen nicht liefern, dementsprechend steigen die Lieferzeiten. Längere Lieferzeiten heißt steigender Index tendenziell. Dementsprechend könnten wir heute auch beim ISM-Index, der zuletzt wieder über die 50er-Marke geklettert war, auch einen guten Wert sehen und es ist trotzdem Bullshit. Es hat trotzdem
überhaupt keine ökonomische Aussagekraft, aber wer weiß, die Wall Street wird es wahrscheinlich trotzdem feiern. Schauen wir uns noch hier die Situation in China an. Hier sehen wir den Electric Consumption in China. Nach wie vor nicht wirklich erholt. Das heißt, hier passiert nach wie vor deutlich weniger als vor der Coronavirus-Krise. Hier sehen wir die Vergleiche mit den Vorjahren. Jetzt gibt es chinesische Accounts, Twitter-Accounts, die sagen, Leute, ich habe Informationen darüber, dass viele Firmenchefs dazu aufgefordert werden, einfach ihre Maschinen anzustellen und Elektrizität zu verbrauchen, auch wenn da gar keine Arbeiter drin sind, weil man inzwischen kapiert hat seitens der chinesischen Administration, dass der Westen sehr stark und die westlichen Finanzmärkte sehr stark auf solche Daten wie Elektrizitätsverbrauch gucken. Es gibt ja den sogenannten Li Keqiang-Index. Li Keqiang, der derzeitige Ministerpräsident, hat ja mal gesagt, also die offiziellen Zahlen, die sind, naja, nicht so wirklich genau bei uns. Schaut euch lieber so Sachen an wie Elektrizitätsverbrauch. Und genau das hat der Westen dann gemacht. Jetzt versucht man also offenkundig, das alles ein bisschen nach oben zu manipulieren. Schauen wir uns noch das hier an. Das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Dean Koontz hat das Buch The Eyes of Darkness geschrieben, und zwar im Jahr 1981. Und da hat er gesagt, da kommt die folgende Stelle vor: Es wird im Jahr 2020 einen Virus geben, der heißt Wuhan 400. In der chinesischen Stadt Wuhan wird dieser Virus ausbrechen. Im Jahr 1981, das Beste, das Dean Koontz, The Eyes of Darkness, das ist schon ein bisschen spooky, schwer erklärbar, was da wirklich der Fall ist. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Coronavirus schwere Auswirkungen auch auf den Tourismus hat. Und der Tourismus ist ein bedeutender BIP-Faktor. Wir sehen hier, dass wir hier teilweise 8% des Binnentourismus macht 8% des BIPs aus in Deutschland, was der Binnentourismus betrifft, also die Deutschen, die in Deutschland Urlaub machen. Die Ausländer bringen da weniger ein als die Deutschen selbst. Das ist natürlich in so Tourismusländern wie Spanien und Italien anders, aber es ist ein bedeutender Faktor. Viele bekannte Freunde von mir haben Reisen abgesagt, die wollten nach Bozen, nach Rom, alles abgesagt. Da ist durchaus schon eine gewisse Angst. Wir sehen, dass der Tourismus natürlich Probleme hat. Heute hat ein japanisches Kreuzfahrtschiffunternehmen Insolvenz angemeldet. Das sind die ersten Opfer sozusagen dieser ganzen Geschichte. Wir haben Opfer auch gesehen an den Märkten. Hier sehen wir, was da passiert ist. Wir sehen, wie überverkauft wir sind. Wir sind 5 Standardabweichungen über den normalen Überverkauftheitswerten, dementsprechend ein Rebound der Aktienmärkte, gar nicht so erstaunlich, aber ich denke, dass wir hier nicht allzu weit werden uns nochmal erholen können. Wir werden vielleicht bestimmte FIBO-Retracements nochmal abarbeiten, jetzt in der Hoffnung auf die Notenbanken, aber wir werden dann wahrscheinlich eine zweite Welle erleben, nämlich dann, wenn sich zeigt, dass die Notenbanken nicht wirklich die Dinge im Griff haben. Wir haben heute Nacht auch in Sachen Innenpolitik, heute respektive morgen ist ja dann der Super Tuesday bei den US-Demokraten. Wer wird da neuer Kandidat? Wer wird sich da durchsetzen, um gegen Donald Trump anzutreten? Und hier Buttigieg ist ausgeschieden, nachdem er bei den letzten Vorwahlen relativ schwach abgeschnitten hat, vor allem bei der schwarzen Bevölkerung schwach abgeschnitten hat. Jetzt sagt man bei den Republikanern wie bei Donald Trump, naja, die tun alles, um Bernie Sanders hier zu schaden, denn Buttigieg ist ja gemäßigt. Jetzt fließen diese Stimmen entweder Bloomberg oder Joe Biden zu. Das ist die Logik. Also es wird wohl dann einer machen, Bloomberg oder Joe Biden. Und das ist das, was Trump nicht gefällt, denn er ist sich sicher, dass er gegen Sanders gewinnen würde. However, schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 mit dieser massiven Kerze nach unten, mit diesem massiven Abverkauf. Dann am Freitag unter brutalen Bewegungen die Drehung nach dem Fed-Statement, nachdem man gesagt hat, naja, wir werden helfen. Wir sehen ähnliches Muster beim S&P 500, 2963. Wir kommen von 3000, knapp 400. Das sei nochmal erwähnt, auch dass die Charts von Capital.com sind. Wir sehen den DAX jetzt an der 12.000er Marke, hält sich eigentlich noch relativ anständig angesichts der Situation. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,1039. Wir sehen, dass diese Zinssenkungsfantasien jetzt auch Gold wieder zu einer Erholung helfen, 1600 knapp 2. Und wir sehen, dass amerikanische Crude Oil auch erholt, auch in der Hoffnung auf Stimulus bei der 46er Marke immerhin. Also es ist sozusagen das alte Muster, das jetzt erstmal funktionieren könnte. Die Lemminge erinnern sich an ihre Konditionierung, sagen sich, wir müssen dahin, wo uns die Notenbanken hintreiben. Dann laufen wir da auch hin. Die Frage ist,
Wie wird das alles zusammenpassen, dass die Felder hier so different sind, dass wir auf der einen Seite eigentlich eine Situation haben, mit der eine Notenbank gar nicht umgehen kann und auf der anderen Seite eben noch diese alte Programmierung, diese alte Konditionierung? Das ist das große Thema. Erholung durchaus möglich, weil wir überverkauft sind. Trendwende nach oben? Nein, wir werden dann eine zweite Tsunami-Welle sehen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche, meine Damen und Herren. Und sage Servus und Ciao.